Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Space Astronomy. Der gute Mene ist auch wieder mit dabei. Und falls ihr euch gewundert habt, warum denn von mir keine Folge kam beim letzten Mal, liegt es einfach daran, dass am Ende der letzten Folge, die ihr gesehen habt, also da, wo wir noch zusammengespielt haben, das Ende recht abrupt war, weil mein Rechner einfach abgestürzt ist. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt eine halbe Stunde lang oder noch länger versucht, diese Folge zu reparieren. Und es ging nicht. Also die ist leider weg. Deswegen in der Playlist. Guckt die einfach die von dann Mene. Bei mir. Genau. Ja, genau. Guckt's bei Mene. Ich verlinke die dann eben auch. Habt ihr verlinkt in der Playlist. Wir müssen jetzt in der Vergangenheitsform reden. Und das ist der Grund, warum es da keine gab. Genau. Jetzt aber wieder zu zweit. Ja. Ich hoffe, auch diesmal hält mein Rechner irgendwie durch. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Und wir machen weiter. Was hast du denn? Genau. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Drück mal die Taste E. Nee, öffne mal dein Questbuch. Warte, muss ich erstmal ins Inventar legen? Ja. Gehst auf Getting Started. Ja. Starting a Farm. Ja. Kannst einsammeln. Jetzt müssen wir uns nur entscheiden. Eine Wasser, eine Gießkanne oder eine Melone. Also ich glaube, ich nehme die Gießkanne. Ja, die ist gut. Die ist prima. Ja, soll ich Melone nehmen? Ich meine, Melone. Was meinst du? Melone oder die Gießkanne? Das ist mir eigentlich wurscht. Kann man Melonsamen anbauen? Ja. So. Ja, ich nehme die Melone. Ha? Gut. Gut, gut, gut. So. Gab ja noch mehr Belohnungen. Hallo, claim doch mal den Reward. Alter, was ist denn? Wieso claimt denn der den Reward nicht hier? Du musst eins auswählen, ne? Ja, hab ich ja. Melone, ach so. Claim Reward. Ja, ich weiß warum. Warte, entschuldige. Weil? Mach nochmal. Müsste es gehen? Nö. Dann nimm du mal das Brot ins Inventar. Na, ich hab's ja schon 100%. Ich hab gerade keinen Platz, warte. Er hat ja schon gesagt 100%. Ja, vielleicht, weil ich es in dem Moment aus dem Inventar geschmissen habe, in die Box. Okay. So, probier's einfach nochmal. Okay. Nö, geht nicht. Aha. Das ist ja komisch. Die Gießkanne kann ich auch nicht nehmen. Naja. Wunderbar. Aber du kannst jetzt trotzdem, wenn du kannst jetzt trotzdem Upgrading the Farm, Automatic Farming und Getting Rubber anklicken, oder? Ja, die Quests sind freigeschaltet, ja. Okay, also die leuchten jetzt auch bei dir. Gut. Mhm. Gut. Ich würde nur ganz kurz mal allen Zuschauern zeigen, was ich in der Zwischenzeit gelernt habe, beziehungsweise was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Guck mal hier, Dr. Blaue Wieso bist Hose. Du blau? Wieso? Wo sind die denn her? Lapis Lazuli-Hosen, keine Ahnung, die habe ich von irgendeinem so Mob wahrscheinlich weggefarmt. Ach so, geil. Die sehen ja mal höchst lächerlich aus. Süß. Und zwar, ich habe die Smeltery benutzt und das war quasi mein erstes Mal, also es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Smeltery benutzt habe, aber das erste Mal, dass ich sie benutzt habe und auch verstanden habe, okay. Wieso was gemacht wurde, weil ich nicht Schritt für Schritt angeleitet wurde, sondern mir selbst erarbeitet habe. Okay. Und zwar habe ich erstmal eine Gussform gemacht aus Aluminium und Kupfer, also eine Legierung aus Aluminium und Kupfer erstellt, dadurch da die Gussform gemacht und dann in die Gussform Eisen gegossen und dadurch eine Eisenspitze. Mit der Eisenspitzachse habe ich jetzt schon ein paar Rohstoffe gesammelt. Aber darum soll es ja in dieser Folge gar nicht gehen. Sondern? Worum soll es denn in dieser Folge gehen, ist die Frage. Das ist die gute Frage, allerdings, ja. Also ich kann ja mal, wir wollten doch hier unten eigentlich auch nur so einen kleinen Maschinenraum doch wohl bauen, ne? Genau, du kannst mal die Maschine auf jeden Fall aufstellen, die du im Inventar haben müsstest, die wir schon gebaut haben. So, ich würde mal sagen, wir holzen. Ah, guck mal, da ist leider nochmal Kupfer. Na, so. Kupfer hier, ist das? Hier. Das so komisch aus. Na egal. So. Und dann können wir hier die Maschine mal stellen, oder? Macht. Was ist das? Andesit. So. Okay. Dann stellen wir mal unseren Kohlegenerator hier irgendwo hin. Generiert der Kohle oder generiert der Strom aus Kohle? Letzteres. Okay. Wollen wir noch einen? Gehen wir noch einen rein. Komm. So.
So. Okay, aber... Okay. Hätten wir das. Hätten wir das dann auch? Ach so, und ich habe die Kisten sortiert. Das, ja, ja. Das kannst du dir dann mal bei Gelegenheit angucken, dass deine Zuschauer das vielleicht auch sehen. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt stellen wir mal die Kohlemaschine auf. Okay. Und dann überlegen wir mal, wir wollen ja irgendwann mal ins Weltall. Wie wir am besten dahin kommen. Weiter verfahren, um dahin zu kommen. Genau. So, der produziert jetzt RF. So, pass auf, wenn man da jetzt Kohle reinlegt. Ja. Dann produziert der erstmal Hitze und jetzt Gigajoule pro Tick. Ja. Ja. Sehe ich. So, das heißt, man kann dann hier mit diesem Kabel. Ach, mit diesen Wiren, die wir gebaut haben. Ja. Dann, du musst es auf der anderen Seite anbauen, da ist nämlich der Ausgang. Ach, was für ein Scheiß. Okay, wie kann ich denn das Gerät hier wieder abbauen? Ich hoffe mit der Spitzhacke. Ja. Das hast du ihn aufgenommen. Ja. Dann bau den doch. Ja, genau. So. So. Aha, da schau her. Ah, genau. Da okay. Haben wir ein Kabel. Okay. So. Und da bräuchte man dann ja ein dementsprechendes Gerät, was man da anschließen kann. So. Jetzt ist halt die Frage: Machen wir erstmal, wollen wir einen Pulverizer bauen, damit wir die Ausbeute, die wir haben, erhöhen können oder nicht? Oder ich weiß es nicht. Ist halt die Frage: Brauchen wir das denn? Wirklich. Also, ich würde ja eher sagen, wir gehen weiter den Quests nach. Ja. Weil im Moment weiß ich jetzt nicht, wir müssen mal gucken, was sind die nächsten Quests und brauchen wir dafür unendlich viel Metall, sodass der Pulverizer notwendig ist. Weil der Pulverizer, den zu bauen, ist ja auch ein gewisser Aufwand. Und müssen wir den machen, um vorwärts zu kommen an der Stelle? Oder ist es halt erstmal sinnvoller, vorwärts zu kommen, um dann an einen Punkt zu kommen, wo man ihn vielleicht später braucht und leichter bauen kann, weil wir bestimmte Dinge schon tun können. Na, pass und auf, dafür vielleicht sogar, weil wir bekommen ja auch immer für alles, was wir machen, Belohnungen und die helfen uns vielleicht später, vielleicht müssen wir ja später einen Pulverizer bauen und kriegen Belohnungen vorher, die uns helfen, den zu bauen und wir müssen die dann nicht sammeln. Weißt du, was ich meine? Ja, sicher. Ich mache mir halt nur Gedanken drum, wir haben halt hier nicht unendlich, also ich weiß, es führt eine Quest auch noch für in den Nether wegen Lava und so, aber wir haben jetzt halt hier nur noch 490 Millibuckets drin. Lava. Und wenn wir jetzt alles hier reinschmelzen, dann sind wir, so viel Lava haben wir gar nicht. Ja gut, aber müssen wir denn jetzt überhaupt schmelzen? Was müssen wir denn machen? Das ist die Frage. Also ich probiere jetzt gerade mal. Was müssen wir machen? Ich probiere jetzt gerade mal, wie viel da rauskommt. Naja, wir brauchen allein schon Eisen. Guck mal, Exploring the Universe ist noch verschlossen, das dritte. Ja. Aber warum ist drittens verschlossen und fünftens und siebtens ist schon offen? Was müssen wir machen, damit wir Exploring the Universe freischalten? Keine Ahnung, du schaltest ja irgendwo dann wieder Quests frei und dann geht's weiter. Wahrscheinlich mit diesem Reaktor. Jetzt konnte ich die Quest gerade eben abschließen. Ah, sehr schön. So, und ich nehme aus der Melone, nehme ich mal Melonsamen raus, ja? Und die packe ich auch in eine Kiste. Mach das. Ich guck gerade bei Getting Started. Ich finde ja, wenn ein Bereich heißt, so fängt man an, dann sollte man vielleicht auch so anfangen. Meinst du? Ja. Und da ist es so, dass wir ja dort ich sehe das hier, also ich verstehe das als Raketenrucksack hier erforschen Jetpack. Können. Mhm. Genau, Jetpack. Und dazu brauchen wir eigentlich nur noch drei Dinge. Erstens, 6 Kühe killen. Es ist immer noch offen. Dann eine Sache, die wir noch nicht sehen können, die wir erst machen können, wenn wir die Kühe gekillt haben und sich Eisenrüstungen bauen. Nee, so, brauchen da, wir die, da brauchen wir am besten die den Pulverizer, damit wir aus dem Eisen, was wir haben, viel rausholen. Ja, und wir brauchen Diamanten. Wofür? Na, ist doch hier eine Quest, Finding Diamonds. Ach so, ja gut, das ist ja nur finden, in Anführungsstrichen. Genau. So. Okay, also. Wir können ja aber auch, ja, ist jetzt die Frage, machen, was ist ein Science Research? Ach so, dieser komische Scraper. Tools and Weapons. Ja, okay, da brauchen wir erst mehr Eisen. So, wir können natürlich jetzt auch Diamanten suchen. Wir können aber dementsprechend auch sagen, wir bauen hier erstmal diesen komischen Circuit Fabricator. Wo ist der? Der ist bei Maschinen und Equipment, oder was? Ja. Machines and Equipment. Ach, und dann genau. Unter der Batterie dann quasi. Genau. Fabricator. Ja, das wäre auf jeden Fall auch eine Variante.
Wofür brauchen wir den denn? Für die Quest. Auf jeden Fall. Die Quest, ja. Ja. Ansonsten haben wir vorhin haben wir doch irgendwelche Sachen uns auch angeguckt, wo wir Schaltkreise brauchten. Ja. Also ist das doch genau das, naja, was klar. wir brauchen, der, um die Schaltkreise der macht Schaltkreise, genau. So, okay. Was brauchen wir denn da? Da brauchen wir, der ist eigentlich recht einfach zu bauen. Der ist eigentlich total einfach zu bauen. Da brauchen wir einen Ofen. Ja, die Wires haben wir schon. Ich habe jetzt mal einen Ofen. Den Ofen ist gebaut. Kein Problem. Aluminium-Ingot ist auch kein Problem. Buttons sind auch kein Problem. Ein Hebel ist auch kein Problem. Nur die Redstone-Torch ist ein Problem, denn wir haben noch keinen Redstone gefunden. Na doch, hast du das Redstone nicht abbauen können? Ich habe keinen Redstone gefunden bisher. Ganz unten in unserem Tunnel. Ganz, ganz unten ist Redstone. Okay, dann gehe ich mal welchen holen. Ich habe da noch, ich hab noch keinen gesehen. Okay. Ach so, den konntest du nicht abbauen, weil du noch keine Metallaxt hattest, ne? Richtig. Und ich war nicht ganz unten mit der Metallaxt, deswegen. Ich sehe ihn schon. Da kommt er auf mich zu. Ich sehe ihn. So, ein Lever. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Redstone. Zack. Ist doch ein Stick, wollte ich doch gerade sagen. Ein Stick und ach so. So. Und man muss halt echt aufpassen, dass man nicht aus Versehen Eisen mit der Eisenspitzhacke abbaut oder sowas und seine Hacke verwendet. Weil das man was macht? Die Spitzhacke verschwendet. Ach so, ja. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen dann zweimal einen Button. 1, 2. Aluminium. Elektroniumsstein gefunden oder wie auch immer man das nennen will. Okay. Hast du jetzt schon Redstone gefunden? Ja, hab ich. Nice. Hier ist noch was anderes. Das Silikon. Kann man sogar von Anfang an abbauen. Silikon. Mhm. Ja, kannst du ruhig mitbringen, ist gut. Mach ich. Elektrotin. Mhm. Elektrotin. Hier noch. Okay, wenn ich da jetzt... Wie viel Eisen haben wir denn da jetzt noch drin? Also eigentlich, ich habe noch mal Eisen gefunden. Müssen so um die 20 oder sowas sein. Okay. Ah, schade, sagt er nicht. Hast du mir denn auch schon eine gegossen? So eine Eisenspitz? Nee. Okay, dann gieße ich mir erstmal, ich habe erstmal ganz vorsichtig rumprobiert, weil ich ja nicht wusste, wie das alles funktioniert. Mhm. Und habe erstmal nur eine gegossen und dann versucht, die zusammenzubauen mit einem Holzgriff und einem Holz... Zusammenbauteil. Mhm. Das hat auch funktioniert. Und dann habe ich nicht noch eine gebaut, weil ich nicht wusste, ob du darauf bestehst, erst den Pulverizer zu bauen oder ob du bauen wir mir auch. Also der Pulverizer macht ja auch, habe ich gerade gesehen, recht wenig Sinn, weil, was heißt, macht recht wenig Sinn? Also es ist so, dieser Kohlefabrikator, wie der Name sagt, arbeitet mit Kohle. Das heißt, er arbeitet garantiert auch mit Holzkohle, was ja dann eigentlich wieder eine unendliche Ressource wäre. Ja. So, weil Bäume nachwachsen und so weiter und so fort. Das heißt, die Smeltery macht auch zwei aus einem. Das heißt, ein Ohr rein, kommt zwei Ingots sozusagen raus. Also macht genau das Gleiche, was der Pulverizer auch macht. Der Pulverizer ist aber halt, naja, aufgrund seines Strombedarfs finde ich ein bisschen effizienter, als ständig nach der Lava zu rennen. Ja, gut. Okay, aber wir müssen halt erstmal gucken, ob wir wirklich ständig nach Lava rennen müssen. Genau. Oder ob wir vielleicht ob jetzt in den nächsten Schritten vielleicht das sich so entwickelt, dass wir das gar nicht mehr brauchen, dass das jetzt nur für eine gewisse Grundlage nötig war. Richtig. Und ansonsten müssen wir halt gucken, dass wir uns irgendwo eine Lavaquelle hinsetzen oder irgendwie irgendwas. So, ich habe die Redstone-Torch gebaut. Soll ich dir die geben? Ja, bitte. Hast du die restlichen Teile schon fertig? Ich habe den restlichen Kram gebaut, genau. Da liegt sie. Zup, okay. So, Fabricator, da ist er. Was, for Galactic Craft? Okay. Eisen. Dann machen wir mal Questabgabe. Da gibt es zwei Wafer. Kriegen wir beide? Warte. Soweit bin ich noch nicht. Questabgabe, tatsächlich. Die bekommt man beide. Zwei Advanced Wafer und zwei Basic Wafer. Gut. Okay. Da haben wir jetzt freigeschaltet Crafting a Compressor. Ja, the purpose of a compressor is to create compressed versions from materials such as iron, tin, steel, etc. These are used later for recipes in Galacticraft. Aha. Aha.
Und den Kompressor, den baut man wie? Vielleicht kann man den ja schon ganz gut bauen. Kompressor. Kompressor. Wo ist er denn da? Oxygen? Da. Oh. Aus Aluminium, Kupfer. Ja, warte mal. Ein Anvil haben wir irgendwo gekriegt. Ein Anvil gab es irgendwo aus als Questbelohnung, habe ich irgendwo gesehen. Ja? Ja. Okay, dann müssen wir den mal suchen, bevor wir uns da auf den Weg machen und sinnlos. Den habe ich gesehen, gab es als Questbelohnung. Aha, und zwar bei Finding Diamonds. Da gibt es ein Anvil. Okay. Dann ist das unser nächstes Ding, oder? Ich denke. Übrigens, schau mal. Ich habe hier in dem einen Ofen habe ich mal sämtliches Brot von uns reingemacht und Toast da draus gemacht. Hintergrund ist der, dass das Toast nahrhafter ist. Also stellt mehr Herzen wieder her. Okay, ich packe jetzt in die mittlere Kiste mal die Wafer. Kannst ja deine oben drauflegen einfach, oder? Wo hast du denn Steine Essen? Und so weiter sind hier unten. Nee, Essen. Essen müsste auch da in der... ich glaube, Essen... In der untersten Kiste ist Essen. Da hast du Cooked Chicken okay, und da Cooked Pork. Okay, hau ich dann da rein. Okay. No. Das kann man da. Das so, Brot. Na dann. Machen wir das. Auf geht's, Diamantensuche. Da haben wir ja schon mal angefangen. Müssen wir jetzt nur weitermachen. Was ist hier? Erde? Ah, halt, ich muss mir noch ein Dings bauen. Ein Stone Binding. Dann auch, kannst du auch ein Holz Binding nehmen, ne? Ja, da waren aber keine mehr da. Ach so, na, wenn Stone Binding da ist, dann nimm das. So, und ich stelle jetzt mal den Circuit Fabricator neben... Da willst du mich verarschen? Jetzt hat der genau seinen Anschluss auf der anderen Seite. Du kommst halt oben ruf. Bup. So. Zap. Ach du Scheiße, wie sieht der denn aus? Ach, Heiland. Gucke ich mir später mal an. Es ist ein sehr abgefahrenes Interface irgendwie. So, was wollte ich machen? Achso, ich wollte mir eine Spitzhacke bauen und dann geht's... Oh Gott! Was ist denn jetzt? Ich bin jetzt irgendwie mal wieder im Alter. Jetzt sag Alter. Nicht, du bist schon wieder tot. Nee, aber... Ja. Aber wenn man hier nicht aufpasst, ist man schnell tot. Guck mal, eine Treppe hier runter. Ist das? El Hako... Alter, du musst zu mir kommen. Okay. Du musst es sehen. Das ist der Wahnsinn. Okay. Hier ist so eine Art. Ist das? Unterirdische Gebäude? Oder ich weiß auch nicht. What? Hast du so ein. Wo bist denn du? Auf welcher Höhe? Auf der 30 und dann rechts. Also in die. Und dann gleich wieder links. Ne? Okay. Und dann vorsichtig. Aber genau, wir müssen 10 bis 12. Wir müssen 10 bis 12. Ach, ja, geh mal kurz auf die 30. Du musst es sehen. Halt! Stopp! Du bist schon zu weit. Du hättest direkt wieder links gemusst. Also jetzt rechts. Rechts. Nee, geh nicht ja, weiter. Aber, na, doch, hier ist ja. Geh mal zur Treppe. Ja, aber hier ist doch ein Gang, der total dunkel ist. Ach so. So. Zur Treppe? Geh mal zurück Richtung Treppe und kurz vorher rechts. Stopp! Da, rechts. Ja. Richtig. Ah. Wahoo. Das. Und ich glaube, dass da drüben könnten das Diamanten sein, ne? Wo denn? Da, genau da unten? Das? Nee. Nee, schade. Ach, das ist so eine Minenstadt, ist das hier. So eine. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist Wahnsinn, ist das hier. Ein riesiges Loch mit Kohle und Lava und. Und allem. Puh, Alter. Das ist eine Riesenschlucht, auf jeden Fall. Sehr geil, sehr episch. Okay. Gut, dann gehen wir mal, was sagst du, zwischen 10 und, nee, zwischen 0 und 10, sagst du? Zwischen 10 und, warte, steht im Questbuch. Wo war denn der Ausgang jetzt hier? Ach, da. Questbuch sagt 10 bis 12. Bin ich jetzt doof? Da.
bin auf 12. Oh. Na, dann können wir doch das hier auch mal mitnehmen, wa? Den ganzen Kram hier. Oh, wenn ich auf der 11 laufe, dann ja, habe ich die 10 unter mir und die 12 vor mir. Das heißt, ich muss eigentlich bloß hier bleiben und abbauen. Richtig? Theoretisch. Also ich meine, ich gehe jetzt hier gerade den Weg mal lang, den wir vorhin hier gegraben haben und sammeln wir mal hier den ganzen Kram hier ein. Malachit. Das ist so ähnlich aus wie Diamant. Ja. Irgendwo blubbert hier extrem viel Lava. Ich hoffe nur, dass wir in so ein Loch von nichts alle. Oh oh. Weißt du, wo ich jetzt bin? Na? In deinem... Ich bin in diesem Schacht. Okay. Alter, komm hierher. Einfach. Da geht's ab, oder geil. Es sieht sowas von geil aus. Sieht wirklich, wirklich richtig, richtig cool aus hier. Jetzt gerade mal ein paar Fackeln. Wir sind cool. Gibt's ein bisschen Eisen, das nehmen wir natürlich gleich mit. Silber so. Auch. Wie bist du jetzt da reingekommen? Ich bin von der Treppe rüber gehüpft. Auf den einen Redstone, der jetzt nicht mehr da ist. Genau, da musst du, warte, ich baue dir was hin. Nee, ist schon okay, ich komme gerade hoch. Ja? Alter, bleib doch mal auf dieser Scheißleiter. Ja, wunderbar, ich habe dich gerade zugebaut. Das ist aber nicht nett. Kannst du bitte mal... Warum hast du das gemacht? Alter, ich krieg hier gleich einen Anfall, echt. Danke. Erst die Scheiße mit meinem Rechner und jetzt das. So. Aber hier hinter, das ist einfach zu so fett. Du kommst hier hoch und dann. Ist das wow. Geil, oder was? Ist das geil? Ja. Resonating Ore. What are fett. These? Was ist das hier? Yellowrit? Mitnehmen, für die Reaktoren. Yellowrit immer mitnehmen. Und hier sind Diamanten. Hast du Diamanten? Ja. Oh. So habe ich die übersehen. Wo sind die? Ach, da unten. Ja. Oh, ist das fies. Yes, Thema erledigt. Na, wir brauchen 24. Ach so. Ja, ja. 24? Ich glaube, ich gucke noch mal ins Questbuch, aber ich glaube, ihr sagt ja. Sind die denn des Wahnsinns? Wir brauchen Collect 24 Diamonds. Ja, ja, ja. Also noch ein bisschen mehr. Wo sind wir denn? Wir sind auf 13. Okay. Hast du noch Fackeln dabei? Eine, die setze ich gerade. Okay, ich habe Kohle bei, ich mache uns Fackeln. Sehr schön. Hier, ich schmeiß dir da mal welche hin. Kannst du nehmen? Moment, ich baue den Redstone noch ab und dann komme ich aus meinem Loch raus. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ach, dann habe ich sie wieder aufgenommen. Ach, da hinten bist du. Eigentlich. Danke. Böte. Was ist denn hier? Alter, hast du... das ist... Holla, die Waldfee. Hier ist das Ding. Oh, oh, was war das? Essenberry Busch, der macht Aua. Jetzt sind wir nämlich hier in diesem Graben, den wir gerade gesehen haben von oben. Sehr geil. Aber da muss halt... Aha, siehst du, da ist nämlich schon so ein Schweinehund da hinten. Musst du aufpassen, da gibt es nämlich sehr viele Monster. Wo bist du? Wo bist du? Essenberry Busch. Ah, ich stehe am Essenberry Busch. Ja, du bist hinter mir sozusagen. Und jetzt rechts von dir, dahinter steht so ein Affe. Okay.
mach gerade den Busch weg. Hier sind auch alte Minecart. Ja, ja. Schienen. Ach ja, hier ist so ein blöder Hund. Verschwinde. Wir sind halt auf der 14. Auf der 14 finden wir halt keine Diamanten. Das Eisen. Noch Eisen. Eisen ist hier. Hier ist Eisen. Oh, hier geht's in den nächsten Schacht. Krieg eine totale Macke, ey. Ja, ja, das ist heftig. Wenn du hier hinkommst, hier ist Eisen und der nächste Schacht. Aber keine Diamanten. Nein. Nee, weil wir zu hoch sind mit Diamanten. Wir laufen ja auf der 14, oder wir sind ja auf der 14, wir müssen ja runter auf die. Ah. Noch ein bisschen Eisen. Was bist du? Oh, Saphir. Hm, was schmeißt man da jetzt weg? Dirt. Weg. Ah, ich habe Diamanten gefunden. Ah, da, tatsächlich. Oh, sogar recht viel. Ja. Alter, sehr gut. Wie viel waren das jetzt? 2, 4, 6, 8, oder? Warte. Ja, 8. Aber. Wie viel hast du? Einen. Okay. Aber wie kann man die Spinnweben wegmachen? Ah, mit dem Schwert. Mit dem Schwert. Boah, hier schießt was auf mich. Da geh ich nicht lang, wenn es auf mich schießt. Ah, die auf jeden Fall halten die Nickelohr. Auf jeden Fall halten die Metallhacken hier schon mal deutlich länger. Das ist schon mal sehr positiv. Ja, ja, die Metallhacken sind schon sehr geil. Oh ja. Aber trotzdem sind wir zu hoch. So kann ich das nicht einsammeln. Mein Inventar ist voll. Hm. So. Wir sind. Oh! Kommt von oben erstmal so ein blöder Zombie. Alter. Ab in die Lava mit dir. Nimm mal dein Schwert, verdammt. Blödes Scheißvieh. Alter, bin ich mich jetzt eben erschrocken. Oh. Also wenn wir das Gerippe töten würden, kämen wir auf eine gute Ebene, Höhle, wo noch mal Diamanten sein könnten. Okay. Würdest du mir helfen? Ich habe Angst alleine. Ja, ich muss mich hier gerade mal ein bisschen... Hier ist irgendwo eine Spinne unterwegs und ich bin hier gerade bei der Lava, habe ich da gestanden. Das fand ich irgendwie alles ziemlich uncool. Hier ist nochmal Kohle. Ist dahinter noch ein Diamant? Nein. Okay, wo ist er denn? Da ist nämlich auch Eisen. Hier trippelt was. Das sind Minecarts mit Kisten drin. Ja, ja. Wo bist du denn? Na da. Ach da. Oh, es klingelt das Telefon. Na, rufe ich gleich zurück. Grüß Gott. Da willst du hoch, oder was? Nee, da rüber zu diesem Typen, der da schießt. Genau da, dem. Spasti. Oh. Zack. Okay. Ah, in dem Minecart ist tatsächlich Zeug drin. Pile of Ashes, Coal Coke. Oh, das ist gut. Ich hab nur keinen Inventarplatz mehr. Ich auch nicht. Kacke, ich hau mal das Stone Binding weg, ja? Die können wir ja immer... Was ist das? Enchanted Roll. Okay, die nehmen wir auch mit. Was schmeiße ich denn noch weg? Nickelohr. Nickel ist scheiße. Nimm mal die Coal Coke noch mit. Die hat nämlich eine riesen Brenndauer. Okay. Ich muss auch mal gucken, was ich jetzt wegschmeiße. Ich schmeiße jetzt meine Schaufel hier unten weg, oder? Pilz. Wer braucht denn schon Pilz? Nee, ich schmeiß meine Treppen weg. So. Dann nimmst du noch die Pumpkin Seeds vielleicht mit? Okay. Und eigentlich können wir dieses Kart und die Kiste auch mitnehmen. Ja, hier, Lapis Lazuli. Ja, gibt's hier ganz viel. Ich will jetzt gerade mal das Wasser hier... Wasser hier wegmachen. Und der Sieg kann weg. Braucht kein Mensch. Ja, mach mal. Da hinten ist nämlich lecker Redstone. Ja, hat leider nicht funktioniert. Hab Warum? Ich noch... Ich hab hier noch... Okay. Machen wir das so... So. Ha,
Hallo. Achso. Müsste eigentlich das Wasser mal langsam verschwinden? Ach nee. Nein, toll. Ja, geht doch. Oh. Was denn jetzt? So. Warum kommt denn hier immer noch Wasser? Meine Güte. Ich schmeiße die Diamanten weg, die brauchen wir nicht mehr, wa? Ja, schmeiß weg. Mist. Scheiße. So, jetzt habe ich das Wasser endlich. Nee, hier kommt immer noch irgendwo Wasser raus. Gibt's doch gar nicht. Ist doch kacke, was schmeiß ich denn jetzt hier weg? Ich schmeiß meine Hacke weg, ist mir jetzt egal. So, jetzt. Was macht hier Geräusche? Oh, eine Fledermaus! Ah, oh, pass auf, hinter dir! Ja, hinter die macht... Oh, wer bist du denn? Alter, der haut richtig rein. Zombie! Baby-Zombie war das! Oh. Kleine Aschloch. Wir haben immer noch keine Betten, ne? Eigentlich müssten wir hier die ganzen Dinger mitnehmen. Die ganzen... Guck mich mal an! Das ist herrlich, ich lau mich kaputt. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Die Schienen müsste man mitnehmen, ne? Nee, nicht die Schienen, oder? Sondern die, na, wie heißen sie, die aus den Spinnenweben rauskommen, die, na? Wie heißen sie denn? Das ist doch nicht. Auf jeden Fall die Strings. Genau, die Strings müssen wir mitnehmen. Achso, die Strings habe ich eingesammelt. Ah, sehr schön, weil da kann man sicher Dings draus bauen. Dann Wolle. Ah, okay. Und dann wieder eben ein Bett. Also mein Inventar ist voll. Was soll ich denn noch wegschmeißen? Ja, wir müssen jetzt mal nach oben gehen. Warte mal, ich esse was. Ja, so viel kannst du doch nie essen, oder? Na, ich hab noch ein Steak, genau. Achso, okay. Ein Steak. Ach, jetzt hast du den Redstone aufgesammelt. Yep. Steak für umsonst gefuttert. Ist. Trotzdem sind wir hier zu hoch in diesem ganzen Bereich für Diamanten. Oh, komm mal hier zu mir, bitte. Mhm. Soweit, ich habe hier nur mal eine Kerze hingestellt. Ich bin gar nicht weitergelaufen. Das sei mir alles. Vorsicht, da ist schon wieder so schwarzes Zeug hier. Ah, okay. Aber hier ist Eisen. Aua. Und so ein komischer Busch. Tja, alles gibt. Aber ich würde echt gern wissen, was das für ein Zeug ist. Hast du dieses Silikon mitgenommen? Ich glaube schon, ja. Ja, guck mal, da komm mal bitte hier zu mir. Da kannst du nämlich noch was aufheben. Ich bin voll. Moment, ich muss hier kurz die Lava entfernen. Mhm. Damit ich hier durchkomme. Oh, tut der Hintern wie vom Sitzen, ey. Muss ich dich erstmal finden. Was ist hier? Resonating Ore, Iron Ore. Genau, hier. Okay. Schau mal da. Da liegt's in der Grube. Ah. Ja, hab ich. Du läufst da unachtsamerweise nach lang und sammelst das ganze Zeug ein. Wieso unachtsamerweise? Ich laufe mal erstmal im Dreieck. Warte mal hier, das von dem roten Zeug kannst du hier noch was einsammeln. Na warte, da hinten ist hier lecker. Aus lecker dem Ohr. Yellowride. Ach du Scheiße. Wir sind Monster. Eine Spinne und ein Skelett. Und hier, glaube ich, ist ein Spin-Spawner, ein Spinnenspawner. Okay. Glaube ich, weil hier nämlich ganz viele. Ein großer Lavasee. Vor allem machst du Löcher hier rein, man kommt gar nicht mehr raus. Du musst mal Löcher schließen. Ja. Genau, da sind die Spinnen, genau. Hier ist ein Spinnenspawner. Genau. Ja. Dann lass uns mal die Dinger mitnehmen hier, komm mal her. Lass uns mal die Netze mitnehmen von den Viechern. Aua! Aua! Sammelst du die ein? Ja. So, dann haben wir den Spawner da hinten nämlich auch kaputt. Warte, ich hole, nehmen wir mal das Eisen hier noch mit. Oh, noch mehr Spinnen. Ich habe den Spawner hier kaputt gemacht.
Kommst du? Ja, hier sind noch ganz viele Spinnen. Wo? Ach, da durch. Hallo. Hallo. Seid ihr doof? Komm da her. Aua. Wenigstens vergiften die einen irgendwie nicht. Ja, also ich glaube, hier ist noch Redstone, den kannst du noch aufsammeln. Hier mal durchkommen direkt. Genau. Du sammelst die Dinger ein, ja, die Strings. Ja, hier ist noch mehr Redstone hier unten drin. Du musst den Redstone aufsammeln. Hier ist noch Kohle. Du hast auch Lapis Lazuli aufgesammelt, ne? Yes. Dann kommen wir nochmal zurück. Alter, gibt's hier Kohle. Aber die Folge, die ist schon mehr als übertrieben lang. Tatsächlich. Hast du noch Platz im Inventar für Kohle? Moment. Hier ist noch Lapis Lazuli und Dingens. Kohle, 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 ja. Dann komm mal hierher zu mir. Da unten ist ganz viel Kohle. Hab ich. Oh, ich kann keinen. Ich bin voll. Ich habe 2 Stacks Redstone dabei. Ich kann nichts mehr aufheben. Okay, aber Lapis Lazuli? Hier ist nämlich noch ein bisschen Lapis Lazuli. Ja. Plupp. Okay, lass uns mal. Oder auch nicht. Kannst du auch nicht aufsammeln. Nee, dann schmeiße ich jetzt meinen Stein weg. So. Mhm. Wir hätten ja auch mal gucken können. Ich habe ja auch noch irgendwelche Sachen im Inventar, wo du vielleicht auch welche hast. Hier ist Jolt. Bogen, Hannes. Aufs Maul. Aufs Maul. Aua, der haut mir aufs Maul. Ah, Hilfe. Oh, Lavasee. Jetzt wäre ich fast in Lavasee gefangen. Ah, hier sind Diamanten. Warte, ich komm. Wo bist du? Ah, tatsächlich. Hätte dir zum Beispiel meine Diamanten geben können. Ja. Dann hätte ich wieder Platz gehabt im Inventar. Oh, Ferris Ore ist auch nicht schlecht. Hier nehmen wir Gold mit. So, die Diamanten habe ich mal. Okay. Achso, hier ist. Ich schmeiße jetzt die Leitern weg. Kannst du noch Gold mitnehmen? Gold. Jellurit? Nee, Gold habe ich nicht. Aber wenn du Jellurit hast oder Osmium oder Aluminium, kannst du es mir geben. Hier, Jellurit. Und dann hast du wieder Platz im Inventar, weißt du? Eiernohr. So, jetzt habe ich hier die Goldknödel genommen. Ja. So, jetzt sind wir auf der richtigen Höhe für. Ne, jetzt sind wir zu niedrig. Aber hier ist doch Diamant rechts in der Wand. Nee, nicht. Nee. Kannst du mal hier das Loch stopfen? Ich habe nämlich nichts mehr dabei. Dankeschön. Ah! Oh, oh. Mach ich ein Messer. Ah! Stümper. Also ich meinte ihn, nicht dich. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Gut, gut. Ey, boah, krass, was ist denn hier unten los? Boah, Fledermaus. Ja, die machen nichts. Ach so. Vorsicht, hier ist noch was. Du bist an Diamant vorbeigelaufen. Weißt wo, tatsächlich. An mehreren. Ich glaube, wir haben genug, oder? Ich glaube auch. Also ich habe 10. Muss mal ins Inventar gucken. Ich habe 8. Da fehlen noch 6. 6. Scheiße. Oh, hier unten ist aber duster. Was ist das denn? Vorsicht, geh da nicht rein. Das ist so, glaube ich, nicht gut. Ist irgendwas Besonderes. Hier ist noch Silikon, was du mitnehmen kannst. Hier, hier, hier. Also, wo ist denn hier? Ach, da bist du. Hier ist da. Osmium kann ich auch. Kannst du hier freundlicherweise, wo ich jetzt hier oben bin, das Loch zumachen, wo das Wasser rauskommt? Very nice. Aber die Folge. Ja, ich weiß.
Leute, die Folge. Also es ist, ihr seht, es ist so spannend. Wir können einfach nicht aufhören zu ernten. Nenne ich es jetzt mal. Weil das ist ja schon gar kein Suchen mehr. Das ist ja nur noch Sammeln. Das ist ja nur noch Sammeln. Also die Strings kann ich mitnehmen. Wir sind hier auf der anderen Seite, wo der Spawner war. Ach so. Ja, ja. Sicher? Ja, ganz sicher. Weil da nämlich schon abgefackelt ist da hinten. Weiß. Ah ja. Ah, so, und dann können wir uns nämlich ein Bett bauen. Ist sehr geil, wenn wir wieder zu Hause sind. Cool. Ich hau hier noch das Dings hier raus, dieses Resonating Ohr, was man auch immer damit machen kann. Wir werden es rausfinden. I think so. Kann ich Uranium mitnehmen? Ja. Wir brauchen dieses Mimikrit-Ohr. Was kann ich denn aus dem Inventar schmeißen dafür? Stonehenge. Das müssen wir mitnehmen. Das habe ich nämlich gesehen. Das braucht man nämlich in irgendeiner. Okay. In irgendeinem Rezept. Okay. Also. Bin dennoch dafür, dass wir jetzt mal nach oben Vorsicht, gehen. Creeper. Und. Ah! Gehst du weg. Gehst du weg. Mach ihn kaputt. Gut. Sehr schön. So, na dann. Der Creeper-Flüsterer. Irgendwo bleib hier ging's doch nach Hause. Junge, bleib ruhig. Hier durch und dann hier durch. Du? Halt. Auf dem Weg nach Hause bin ich. Nimm mich mit. Weg vergessen? Nee, ich bin außer unter Maus hängen geblieben und hab mich da irgendwie verrissen. Und jetzt ja, da. Hier bist du richtig. Oh, was wir hier noch an Schienen abbauen können und oh, alles ja. Noch. Hier gibt's noch so viel Zeug. Und hier, guck mal, dieses riesen Ding hier. Da können wir nachher auch noch so viel Alter. Holen. Ja, da ist noch richtig viel. Okay, wir müssen uns also um die Minen keine Sorge mehr machen, würde ich mal sagen. Nee. Hier runter müssen ja, wir. Da runter müssen wir, ja. Aber dennoch, Witzke, Herr General. Wir haben nicht genug Diamanten gefunden. Wir haben alles, aber nicht genug Diamanten. Nein. Aber das machen wir einfach in der nächsten Folge. Da freuen sich die Leute bestimmt drauf. Uns fehlen 6 Stück, ne? Ja. Mhm. Ist nicht viel, aber es ist. Wir müssen mal Inventar auslernen, sonst lassen wir einfach zu viel liegen da. Ja, definitiv. Hörst du das? Das ist ein Schaf. Das ist ein schwarzes Schaf. Und hier ist ein Blob bei uns mitten in der Bude. Ah, der ist es. Achso, weil hier, da fehlt eine Kerze. Stell mal unten eine Kerze hin. Na, da. So. So, die Erze. Die Erzkiste. Erzkiste ist ganz oben die. Ganz oben. Hm, da, wo du andere Sachen reingetan hast. Ich war das nicht. Warum ist dann da hier noch Glas drin und so? Und Deadwood? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Warum machen wir das denn nicht eigentlich so, dass wir hier, Also ich wollte hier eine Erzkiste machen, sozusagen. Ja, ja. Weißt du? Hier, schau mal, da können wir doch so machen. Was hältst du denn einfach mal davon? Weil es würde ja thematisch passen. Da die Erzkiste hinsetzen? Ja. Okay. Muss ich natürlich die Erze nochmal wiederholen. Mhm. Wiederholen ist gestohlen. Genau. Ach, geht. Wenn die überhaupt reicht, die Kiste. Och. Und dann packen wir die Strings hier rein. Und wir sollten unbedingt alle unsere Diamanten immer mit auf die Reise nehmen, damit wir die schön verlieren können. Ja. So, Leben am Limit und so. Bauxit. Okay. Warum ist da Kohle drin in der Kiste? Kohle muss ja nicht in die Kiste. Ich weiß nicht. Kohle können doch hier rein. Ich weiß es doch auch nicht. Du schmilzt immer mal einfach so Stein, weil du gerade Bock drauf hast, kann das sein? Nee, weil ich das für die Knöpfe, also für die Buttons oder wie die Dinger heißen, brauchte man es doch, oder? Etwa nicht. Ah, okay. Hätte man nicht einfach, Ich weiß es nicht. Ich frag mich doch nicht immer so eine Sachen. Mann. Ja. Wo haben wir denn? Ach, da oben sind die Diamanten. Also 18 Diamanten haben wir. Geil. Sollen hier alle so unsere Schätze rein? Also auch Lapis Lazuli und Saphir und. Ja. Das sind die Erzkiste.
In die Erzkiste. Okay. Dann hole ich sie hier wieder raus. Und das Raw Silicon habe ich aber hier drin gelassen. Okay. Okay, so, dann kommt das hier alles da unten rein. Auch die Dias habe ich jetzt hier reingepackt. Ist zum Beispiel ein String. Der String kann noch hier rein. Ach, das Raw Silicon hast du da drin. Okay. Aber das Iron müsste da raus. Ich brauche was zu essen. Essen ist in der untersten Kiste. Ich hab auch noch Sachen da rein. Hier, Toast macht. Warum sind eigentlich hier Federn und hier Federn? Ja, ich dachte, du hast Orden durcheinander. Ich verstehe das nicht. Ja, das ist aber nicht so einfach. Von nichts ist geordnet zu alles ist geordnet. Ich weiß. Gut, dann machen wir doch mal. Ja, genau. Ne? So ist es. Weil jetzt sind wir hier schon bei 45 Minuten, 46 Minuten, also von daher einer der längsten Folgen bisher. War aber recht spannend, also auch gut, dass du das da unten gefunden hast, sehr geil. Und meine Hacke ist fast tot. Ja, meine Hacke hat es auch ganz schön mitgenommen. 56 muss man dann in der nächsten Durability Folgen von 250 noch, ja. Die kann man ja übrigens auch noch aus anderen Sachen auch bauen. Ne? Du kannst ja da, wenn du zum Beispiel jetzt auch einen Eisengriff nimmst, so ein Rod nimmst aus Eisen, dann hält die länger. Ja. Okay. Und man kann dann später auch noch einfach hier an dieser Tool Station oder auch in der Tool Forge, an der Tool Forge kannst du nämlich noch mehr Sachen bauen, höherwertigere Sachen bauen. Dann kann man das Ding zum Beispiel auch noch mit Redstone in Anführungsstrichen verzaubern. Ja. Die Tool Forge ist ja auch eine Quest, ne? Genau. Und dann kannst du aber zum Beispiel noch Sachen wie unter anderem Redstone drauf machen, weil mit Redstone kriegst du, Haste, also dass du viel schneller abbauen kannst. Ah, okay. Mhm. So, dann machen wir hier mal Schluss, während Mene sich hier noch das technische Meisterwerk anguckt. Ja, genau, ich wollte mir das mal angucken, was das für ein, was man hier machen muss. Hier muss man scheinbar Diamanten reinlegen. Was? Nein, nicht Diamanten. Wieso Diamanten? Das ist da oben links, das ist doch ein Diamant. Keine Ahnung. Battery Slot? Unten links ist ein Battery Slot. Place Battery here or use a connected power source. Genau, das haben wir ja. Und oben links, das Symbol, ist das Diamantensymbol. Abhängig vom Rezept, was man dann da reinlegen muss. Okay. Nee, Diamanten sind spitz unten. Diamanten sehen anders aus. Nein, so ist das ursprüngliche Vanilla-Diamantensymbol. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ah, okay, gut, Vanilla, ja. Genau, das Ding sieht aber hier witzig aus, wie so ein auf die Seite gestellter Ghetto-Blaster. Ja, so ein bisschen. Wo der Henkel hier rauskommt. Unten, das sieht ein bisschen aus wie ein Radio. Rechts und links kann man dran drehen. In der Mitte zeigt es den die Frequenz an. Die Knöpfe dann da zum Drehen. Genau. Für alle, die noch nie ein analoges Radio gesehen hat, früher gab es keine Zahlen, digitalen Zahlenanzeigen für die Frequenz, die man einstellt, sondern so ein Zeiger wie beim Tacho im Auto. Muss man ja heutzutage fast noch dazu sagen. Das stimmt wohl, ja. Okay, gut, liebe Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, Mene, für den Zeitvertreib und dann gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.